Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Regenwetter in Dortmund, keine optimalen Bedingungen hier im Signal Iduna Park, aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Ganz souverän hier vom Torhüter. Jadon Sancho. Ja, das ist ein guter Pass. Und die Situation ist wieder bereinigt. Ich lege mich fest, das wird ein tolles Spiel heute. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. Setzt sich klasse durch. Eckball. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotz schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Steven Bergwijn. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Chance zur Führung. Fällt das Tor doch noch. Jadon Sancho. Sander Berge. Rodrigo. Jetzt wieder Ballbesitz für Wolfsburg. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Boga. Jadon Sancho. Ballverlust Dortmund. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 28 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel. Und er schießt. Weiter gefährlich. Ja, das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Rodrigo. Sander Berge. Sancho mit dem Ball. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Es ist weiter enorm eng hier, 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Und da ist der Ball wieder weg. Gute Chance für eine Flanke. Boga. Arena und Lodi. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Jetzt muss er aufpassen. Es gibt gelb gegen den BVB. Ja, und das Foul war gelbwürdig. Jetzt darf er sich nichts mehr erlauben. Er lässt den Gegner stehen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Er sieht gelb und man muss es so sagen, er ist damit noch gut bedient. Boah, richtig hartes Einsteigen, da kann man sogar über Rot nachdenken. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. 0:0 zur Pause, bisher kein Team mit
Wolfsburg hat angestoßen, kann also weitergehen hier. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Steven Bergwijn. Vielleicht die Konterchance. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ball ist jetzt wieder weg. Gute Aktion. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Chance zur Führung. Gut abgeblockt. Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungstreffer. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt in den 16er. Da können sie erstmal klären. Versucht es per Lupfer. Klasse, den Ball hier noch über die Latte gebracht. Ecke. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und es gibt Einwurf, der Ball war draußen. Steven Bergwijn. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. In meinem Stau zu stehen ist öde. Besuchen Sie uns deshalb doch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite. Klasse Pass! Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ganz souverän hier vom Torhüter. Davinson Sanchez. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt. Alle achten hier heute auf Erling Haaland, denn er darf nach seiner Verletzung von Anfang an ran. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Saint-Étienne gegen Borussia Dortmund. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Schönes Zuspiel hier. Erling Haaland!
Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. Ja, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Gut durchgesetzt. Die Chance jetzt. Jadon Sancho trifft. Und auch das war wieder so eine tolle Aktion, da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jadon Sancho. Da verlieren sie den Ball. Michael Obafemi. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. So, wir geben kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Ja, wir haben hier das erste Tor für den SSC Neapel. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 18 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Da schießt er. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke kommt rein. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. In den letzten Tagen gab es viele Schlagzeilen um Erling Haaland. Denn er ist heute nach einigen Wochen Verletzungspause wieder da. Sie setzen wieder auf ihn. Und da schauen wir doch mal, wie stark er schon wieder ist. Ja, Wolf, er darf von Anfang an ran. Daran erkennt man seine Bedeutung für die Mannschaft. Sie haben ihn sehr vermisst, brauchen ihn. Und ja, man merkt, jeder freut sich, dass er wieder an Bord ist. Alphonso Davies. Ah, klasse geklärt. Der Ballverlust. Davinson Sanchez. Steven Bergwijn. Erling Haaland. Dortmund verliert den Ball. Dortmund bekommt den Freistoß. Spielt den Ball kurz. Steven Bergwijn. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Beim Ballbesitz macht Saint-Étienne hier ein richtig gutes Spiel. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Erling Haaland. Dortmund über außen. Steven Bergwijn. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ballverlust Dortmund. Scheinbar alles im Griff. 2:0 zur Pause. Und weiter geht's mit Durchgang 2. Der BVB führt. Jadon Sancho.
Dortmund verliert den Ball. Guter Vorstoß, kann was werden. Starker Zweikampf. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Also vor dem Tor kann ihn im Moment keiner aufhalten. Das ist überragend, steht immer perfekt, trifft nach Belieben, hat diesen Torriecher, den du brauchst. Das ist Weltklasse, kann ich nicht anders sagen. Und in dieser Form macht das natürlich den Kollegen leicht. Die müssen ihn nur suchen und er erledigt den Rest. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Ballverlust Dortmund. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Rodrigo. Jadon Sancho. Gefährliche Szene. Der ist nicht einfach, aber er versucht den Lupfer trotzdem. Da hat der Torwart mit gerechnet und so hält er ihn ohne Probleme. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Lokomotive Moskau. Neuer Spielstand damit. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Es gibt Gelb gegen die Dortmunder. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Rodrigo. Tyler Adams. Erling Haaland. Jadon Sancho. Und jetzt die Chance. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Balleroberung, ja, gefährlich jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Michael Obafemi. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Was macht er draus? Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Er kann es machen. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Schauen wir auf Dortmunds nächste Aufgabe. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Und da würde ich mich nicht festlegen wollen, wer da der Favorit ist. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Michael Obafemi. Schussversuch. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Tyler Adams. Rodrigo. Viel mit Auge. Ja, das sieht gut aus. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Le temps additionnel, une minute. Dortmund verliert den Ball. Der BVB holt sich die 3 Punkte in diesem Gruppen. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions.
Merci beaucoup pour votre